Also ich finde einfach, dass Musik, Kultur für die Stadt wie München total wichtig ist und wir müssen einfach was tun, um jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Chance zu geben, auch mal aufzutreten, vor Publikum mal ihr Können zu zeigen. Und da ist die Verbindung, die Munich Unplugged bietet, nämlich zwischen hervorragender Gastronomie in der Innenstadt und musikalischen Auftreten, einfach optimal. Und ich freue mich sehr, dass die Innenstadtwirte es zum dritten Mal dieses Jahr schaffen, hier mit in 28 Locations über 50 Bands die Chance zu geben und Künstlerinnen und Künstlern die Chance zu geben, aufzutreten. Ja, wie gesagt, ihr Können zu zeigen. Und ich glaube, wir hatten gerade eine Kostprobe. Da sind sehr, sehr interessante Interpretationen, wie gerade eben von Bob Dylan zu hören, aber auch jede Art von Musik. Und ich kann nur wirklich jeden einladen, jede Münchnerin, jeden Münchner, jeden Gast, sich das einfach mal anzuschauen. Es kostet auch nicht mehr, haben mir die Wirte jedenfalls versprochen. Und die halten immer, was sie versprechen. Ich finde es toll, einfach diese Kombination genießen zu dürfen. Wir hoffen, dass das Wetter schön ist und dann irgendwo draußen zu sitzen oder auch indoor und Essen und Trinken zu genießen und gleichzeitig eben Musik zu hören in verschiedensten Varianten. Ist doch eine tolle Kombination und das macht München eben auch aus und deswegen finde ich sehr, sehr gern hier Schirmherr.